Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich will mich jetzt auf den Weg zu Silvio machen und mit ihm zusammen den nächsten Drachen erledigen. So, dafür würde ich aber auch jetzt vielleicht mal so einen Sprinttrank nehmen, hier. Und schnell darüber. Da oben kümmere ich mich dann um den Feuerdrachen als letztes. Weil ich jetzt nicht weiß, ob wir da überhaupt Verstärkung haben. Ob da irgendjemand ist. Von unseren Leuten, der da auf uns wartet. Mit einem heißen Tee oder sowas. Könnte ja sein. Aber ich will jetzt den nächsten Drachen erledigen. Und bei Silvio und Bulko hätte ich wirklich nicht das Problem, wenn die draufgehen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, Hilfe zu bekommen. Oh, Heilpflanzen. Die sind neu gespawnt. Ah, hier sind doch noch Orks. Nein? Nein? Schnell weg. Das war jetzt alles andere als gut. Weil ich jetzt auch immer noch diesen scheiß Teleport-Ding hier ausgerüstet habe. Legen wir uns hier einmal pennen. War gut zu wissen, dass da doch noch ein paar Orks sind, damit wir Punkte kriegen. Können wir die auch nochmal auseinandernehmen. Und legen uns hier nochmal pennen. Und füllen unsere Gesundheit nochmal auf. So. Okay, die chillen noch immer hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die noch hier bleiben. So, aber wir erledigen jetzt die, die hier noch chillen. So. Okay, wachs. Da auch noch Wachs sind, die uns immer noch hinterherlaufen. Hups. Cypher, ich könnte eventuell Hilfe gebrauchen. Oder auch nicht. Okay, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da nochmal welche sind. So. So, gleich müsste aber auch das Sprinten vorbei sein. So. Da ist nichts zu holen. Ja. Nichts zu plündern. So, komm her.
Nice. So, den will ich auch noch. So, das können wir speichern. So, wie lange muss ich noch sprinten? Jetzt will ich gerne das Sprinten wieder weg haben. Der Seite ist keiner. Da sind noch Orks. Ja, Sprinten ist vorbei. Okay, der scheint nur allein zu sein. Nichts zu plündern. Aber der hat nichts. So, speichern. Und gucken wir mal, ob da noch mehr sind. Feuerwarane. Wir haben gespeichert. Ja. Da ist nichts zu. So, okay. Einmal kurz heilen. So, den fressen wir nicht. Snapperkraut-Dorf, 15 Sekunden. Unkraut. Das gibt Mana. Heilwurzel. So, Heilkraut. Und Heilpflanze. Dann haben wir hier Waldbeere. Blauflieder, auch nochmal 5 Stück, können wir essen. Und Feldrübe. Feldrübe macht nichts, okay. So. Noch ein bisschen mehr essen. So, und Schinken. Genauso wie das gebratene Fleisch. Perfekt. Jetzt können wir speichern und uns um den nächsten Varan kümmern. Da sehe ich noch Varg und Varg. Ey, was ist mit dem los? Kann ich... Der ist zum Glück weit genug weg. So, das müssen wir alles aufessen jetzt. Fleisch wird nicht reichen, um voll zu machen. Ich sehe es jetzt schon. Ne, das wird definitiv nicht reichen. So, aber das können wir speichern und den trotzdem erledigen. Zum Erledigen hat es gereicht.
So, gab es hier aber noch was Neues? Vielleicht hier oben einen neuen Drachensnapper? Tatsächlich ein neuer Drachensnapper. Oder drei. So, der hat erstmal Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Nein! Verdammt. Hör auf zu zielen, du Idiot! So. Ich speichere das jetzt nochmal. Da sind zwei Wargs. Kümmern wir uns zuerst um die. So, und der soll auch herkommen. Oh. Da waren doch noch ein paar Orks. So, genau, der soll jetzt herkommen. Komm du her. Da sind Schamane und ein Ork. So, das speichere ich auch nochmal wieder. Dann haben wir hier doch noch ein bisschen was zu erledigen. Wie sieht es mit dem Wag aus? Ja, komm. So. Dann heißt das jetzt für uns nochmal hier Leben voll machen. Wir müssen neue Heiltränke organisieren. So. So, immerhin. Der ist hinüber. Dann die beiden Wargs. So, die Frage ist, gibt es da oben noch welche? Erstmal machen wir hier unten die platt, weil da wissen wir, dass das Safes welche noch sind. Yeah.
Immerhin beide erledigt. Der hat nichts. So, die Ork-Axt nehmen wir mit. So, speichern. Und noch ein paar Heiltränke. Da haben wir genug von. Also, genug eher nicht, aber am meisten was von. Ups. Reicht das damit? Die drei kommen, okay. So, es reicht mir schon, dass der eine kommt. So, eingesammelt. Nichts zu holen. Okay, der hat nichts. So, speichern. Und runter zum nächsten. Okay, der eine bleibt hängen. Nichts zu holen. Achso, da sind schon ein paar Orks mehr. So, kriege ich den hier hingelockt? Hä? Ach, da ist er. So, den haben wir auch erledigt. So gehört sich das. Nichts zu holen. Der hat nichts. Der hat aber was. So, noch ein paar Heiltränke schnabulieren. Wir werden wieder Heiltränke brauchen. So, speichern. Da müssten jetzt nur noch die Dinger sein, die Wargs. Okay, nice. Wieder ein Level aufgestiegen. Okay, das heißt, wir könnten rein theoretisch bei Torloff nochmal 2 Punkte Stärke holen. So, hier ist nichts mehr. Dann würde ich jetzt einmal oben gucken wollen. Den Weg entlang. Das können wir auf jeden Fall speichern. Beziehungsweise hier sieht es nicht danach aus. Gäbe es noch jemanden? Okay, hier gibt es auch niemanden mehr. Dann gönnen wir uns noch einmal den und bewegen uns zu Silvio. Wie viel brauchen wir für die 451.000? Woher soll ich so viele Punkte herbekommen?
Also ich habe keine Ahnung, woher ich so viele Punkte herkriegen soll. Klar, viele Orks gibt's hier und so. Die geben schon ordentlich Punkte. Hier oben liegt ja auch noch jemand. Ein Drachenjäger. Ich komme hier aber nicht hoch. Absolut nicht. Gibt es hier noch Orks oder so? Oder irgendwas, das einen angreift? Ein Trank und Brot. Immerhin. So. Oh, nice. Nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir wieder Richtung Silvio. Hier müsste immer noch alles frei sein, gehe ich von aus. Ja, hier ist bisher alles frei. Ne, Snapper, Drachensnapper. Und noch ein paar Wargs. Jo, keine gute Idee. Oder? Doch. Okay, dann kann ich mich jetzt noch mal heilen. Ich nutze die hier. Snapper sind nicht hinter mir her. So, speichern. Und dann kümmern wir uns einmal um den Troll. Den großen. Von wo auch immer der jetzt herkommt. So. Karte? Wo geht's zu Silvio? Warte mal. Wir haben hier wieder Lurker und hier geht's zu Silvio. Am schnellsten. So. Und dahin ist der nächste Lurker. Die nächsten zwei Lurker. So. Können wir hier einmal rüber schwimmen? So, Silvio und Bulko. Wo sind die denn gerade? So, dann muss ich jetzt eben einmal den hier ausziehen. 10 Stärkepunkte wieder zu wenig, aber dafür Auge Innos. So, gibt das bisschen Gesundheit, was noch fehlt. So, und schwerer Zweihänder. 5 Stärkepunkte zu wenig. Muss ich den hier nutzen. So, hey, Silvio. Du. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor. Ich komm dann schon. Ich hoffe, der Arsch kommt wirklich.
Nicht, dass ich den Drachen da jetzt alleine bekämpfen muss. Und was, wenn ich jetzt zu schwach bin gegen den? Ich hoffe, ich schaffe das. Also ich speichere vielleicht hier nochmal. Und dann gehe ich jetzt darüber. Aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Der wird auf jeden Fall auch mit mir einen Dialog führen. Fingreck. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nutzen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Fingreck. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Hm? Wer hat euch hierher entsandt? In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Welchem Gott dient ihr? Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. So, wo ist Silvio? Silvio, Bulko, wo seid ihr? Hallo. Na, oh, komm schon. Hä? Ah, Silvio und Bulko, ich hasse die beiden. Ich glaube, gegen den werde ich noch nicht antreten. Ich glaube, wir machen das in der gegen einen der anderen Gegner. Also gegen der einen der anderen Drachen. Wir haben hier auch schon wieder 14 Punkte. Das wären 2 Stärkepunkte, die wir kriegen könnten. Wir brauchen aber 5 insgesamt jetzt. Dann haben wir die, zumindest die
135er nutzen können. So, wo bleibt er jetzt? Jetzt ernsthaft, wo bleiben jetzt diese beiden Feiglinge? Kann ich dem jetzt nicht sagen, schwing deinen Arsch da rein? Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon. Was, wenn ich dem jetzt aufs Maul haue dafür? Warte mal. Auge Innos wieder aus und dafür den hier an. Und dafür den hier. Mach ihn fertig! Verdammt. Silvio ist tot. So. Idiot. Und was jetzt mit dir? Hallo. Vulko. Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen, wo Silvio tot ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich mich den anderen Drachenjägern anschließen, wenn sie mich noch haben wollen. Weißt du, wo die anderen sind? Ich denke schon. Ich habe zumindest einen von ihnen drüben am Fluss gesehen. Bring mich zu den anderen Drachenjägern. Ich bin doch nicht dein Lakai. Ich zahle dir 50 Goldmünzen dafür, komm. Alles klar. Her mit dem Geld. Folge mir. Ich bring dich dahin, wo ich zuletzt einen der anderen Drachenjäger gesehen habe. Vulko? Der läuft aber auch echt bequem. Wo sind die anderen Drachenjäger, bitte? Ich merke schon, der hat keinen Bock und Silvio, na, ich glaube auf jeden Fall, alle sind froh, dass Silvio tot ist. Bei Vulko hatte ich zumindest die Chance gehabt, ihn am Leben zu lassen. Und Vulko war ja eigentlich Silvius Lakai. Der hat ja auch nur das getan, was man ihm gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass ich hier lang muss. Dann suchen wir mal die lieben anderen Drachenjäger. Ah, hier. Hokun. Hey, du. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genaues kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten. Ich schwöre. Ja, okay. Lass uns mit dem Training beginnen. Bring mir erstmal was zu trinken. Hier hast du was zu trinken. Das ist ein alter Säufer. Mir geht's schon viel besser. Ja, lass uns mit dem Training beginnen. Nee, das nicht. Mit wem muss ich reden, damit die dann nach oben gehen? Gora? Hey, du. Nein. Kion? Nein. Was mit ihm? Guck mal. Hey. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Ich kann die nicht dazu bringen, dass die mir helfen. Mit dem einen Drachen da oben. Ja, toll. Ja gut, dann machen wir hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus und ciao.